Ja, Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ja, weiter geht's. Letztes Spiel war richtig gut. Da haben wir wieder ein bisschen Boden gut gemacht. Naja, beziehungsweise wir haben nichts verloren auf die anderen, denn die haben nämlich beide gewonnen. Wir kämpfen ja um den Einzug wieder in die Playoffs. Und ja, nächste Saison würde ich ja ganz gerne einmal ein Receiving-Spieler übernehmen, spielen. Und ja, wenn ihr da, vor ein paar Folgen habe ich dann nämlich mal eine Umfrage gestartet, wer es sein soll. Noch könnt ihr daran teilnehmen, glaube ich. Das kommt immer darauf an, wann ich dann die nächste Aufnahme mache. Da sollte es dann nämlich schon mit der neuen Position dann, na, wobei schaffe ich nicht ganz alles. So eine Folge dauert ja doch schon mal über 30 Minuten hier bei dem Spiel. Schon immer ganz schön lang. Aber passt schon. So, macht ja Spaß. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, die Steelers sind natürlich ein richtig starkes Team. Big Ben. Roethlisberger, der mit den Schweizer Wurzeln. Merkt man auch am Namen. Rüdlisberger, kann man auch sagen. Statt Roethlisberger. Burger. Aber wir bleiben dann doch lieber bei der englischen Variante oder amerikanischen Variante. So. Also es dauert schon deutlich länger als bei FIFA, ne? Der Ladebildschirm. So, jetzt geht's dann aber los. Das nächste Spiel. Ja, Edelman, unser Wide Receiver, richtig gute Statistik. Ja, nur 3 Touchdowns, bisschen schade für ihn, aber da haben wir halt andere Empfänger. Antonio Brown, ja, das ist natürlich der Star-Receiver hier von den Steelers. Das ist schon so ein richtiger Superstar. So, Foxborough in der Nähe von Boston, Massachusetts. Hello, friends, Jim Nantz alongside Bill Sims and happy Thanksgiving. Football and feasting and family. They all come together on a day like this. And Phil, we're here for the football part of it. Happy Thanksgiving to you, partner. Jim, happy Thanksgiving to you and everybody else out there. And I'll say this about the players. So, da haben wir den Roethlisberger mit der 7 war es, glaube ich. Die 88, Chandler, der uns das Spiel gewonnen hat beim letzten Mal. Mit, glaube ich, 2 oder 3 Touchdowns. So, und Howard ist unser Receiver, der hier den Ball wieder zurückbringt. Kickoff Returner. So, wir starten von der 20, wie soll es auch anders sein? Und ja, auf geht's. Chandler, vielleicht das erste Play hier, über außen. Ja, nein. Ah, da hatte ich erst überlegt, hier X zu werfen, aber ich fand jetzt, dass hier Chandler doch deutlich immer hier, da hätte ich jetzt gerne geworfen, da habe ich ihn zu spät gesehen. Und dann waren wir schon gesackt. Ah, kein guter Start. 13 Verlust. Boah. Hammer. Ja, jetzt müssen wir eigentlich schon weit werfen. Damit wir aus der Nummer hier wieder rauskommen einigermaßen. Play Action. So, wir dürfen natürlich jetzt nicht gesackt werden hier in der eigenen Endzone. Das gibt einen Safety. Das wäre natürlich fatal. Ja! Ja, nice. Sauber. Und da haben wir 24 Yards, neues First Down. 2:23 und dann macht er das. Nice. Interessant gefangen. Schönes Ding. Puh, ja, dann ist doch alles wieder im Lot. So, LaFell oder Edelman.
He'll stand back beyond the center in the gun. Nein. Sah es so aus, als hätte er ihn, aber dann wird er doch noch aus der Hand wahrscheinlich rausgehauen. Ärgerlich. So, Play Action Draw Shot. LaFell. Komm, werfen wir lang. Oh, schade. Schade, 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 schade. Ja, die anderen Anspielstationen haben mir irgendwie nicht so zugesagt. So, jetzt müssen wir aber hier 10 für 10 gehen. Ansonsten ist der Ball weg. Ja, Chandler würde ich sagen. Oh. Sehr gefährlich. Und damit müssen wir den punten. Und die Defense aufs Feld lassen. Ja, nicht. Also ein richtig geiler Pass natürlich. Der Rest war richtig. Murks. Aber stehen auch richtig gut hier, die Steelers. Ja, ja, ja. Der fliegt in die Endzone. Und damit Touchback, 20-Yard-Linie. Und Pittsburgh mit dem leichten Vorteil. Having already this season found the end zone over 20 times with his passes. Ja, ungefähr die Stats von den. Na gut, wir haben deutlich mehr Interceptions, aber 22 Touchdowns haben wir, glaube ich, auch schon geschafft, oder? Oder Touchdown-Pässe. Also, Roethlisberger ist ein großer. Und das sieht man hier auch dran, ne? Was der hier an gelben Balken raushämmert, ist schon mal ziemlich übel. So, 3 und 2, aber dann das neue First Down und dann haben sie hier innerhalb von ein paar Minuten mal eben ganz kurz ihren ersten Touchdown gemacht. Das ist natürlich, puh, jetzt ein ziemliches Brett. So, der geht immer gut manchmal. Ja, manchmal immer, haha. Der geht öfters gut über rechts. Schönes Ding. So, lassen wir mal laufen. So, und Jean soll den Ball ein paar Mal kriegen. Das lässt sich einrichten. Ja, ein Yard. Sah erst mehr aus, aber nee, war nicht. Jean, haben wir denn den gerade auf dem Feld? Ja, haben wir. Außen. Ja, das neues First Down, ne? Jawohl, dann müssen wir das halt machen. So, Jaw will lang gehen, das möchte ich aber eigentlich nicht. Ich würde eher LaFell hier bevorzugen. Und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. So, erstes Viertel ist vorbei. Und weiter geht's. Jetzt können wir mal einen langen auspacken. So, wenn wir den so einstellen. Ist das dann Jean oder? Ist gar nicht auf dem Platz, ne? Okay. Dann werfe ich den auf Stevens. Ahahaha, nein! Puh, gerade so zwischen die Verteidiger. Alter Falter. So, Flanker Drive, neues First Down, fertig erster. Edelman. Kein Risiko. Oh Gott. Ja, da sind sie aber ganz schön rangerusht. Meine Fresse. Der war aber schnell da. Wir müssen eigentlich es riskieren, ne? Wir müssen es eigentlich riskieren. Ganz ehrlich, sonst ist es gleich, ist es ähnlich wie gegen die im letzten Spiel.
gegen die Rams. Ja. Ja, das hat zum Glück immer sehr, sehr gut geklappt. Mit den vierten Versuchen. Da haben wir eine richtig gute Statistik. 17 Yards, nice. Ja, Jean immer noch nicht da, deswegen außen Chandler. Jo, und der geht und geht und geht und geht. Fast zum Touchdown. Richtig schönes Ding. 4 Yards. Komm, Flanker Drive. Und Touchdown jetzt bitte. Und dann sind wir wieder drin im Spiel. Oh! Ja, 1 Yard. Ja, wollen wir da einen Sneak machen? Ja, man, jetzt können ja theoretisch 3 Quarterback-Sneaks machen jetzt. Da wird ja wohl einer von durchgehen, ne? Komm, auf geht's. Das wissen die natürlich, ne? Da müssen wir jetzt ordentlich schieben. Und sieht gut aus. Touchdown. Also, ausgeglichen, sehr gut. Oh, das sah erst richtig übel aus, aber dann haben wir doch noch die Kurve gekriegt. So, 2 und 6, neues First Down. Jetzt aber 2 und 10, 3 und 10 und dann packt er. Also zweimal incomplete und dann packt er hier so ein 30-Yard-Ding raus. Gibt's gar nicht. So, was war das jetzt? Ein Fumble oder was? Scheint so, ne? Fumble oder Interception? Nice. Ah, da war überhaupt keiner, den ich haben wollte. Gut verteidigt. Nicht gut reagiert. Mein Mann, den ich mir auserkoren hatte, der hat gar nichts gemacht. So, LaFell außen. Bisschen höher. Incomplete. Scheiße. Ja, es sieht nicht so aus, als wenn es noch Punkte geben würde in der Halbzeit hier. So, machen wir einen Play-Action. Der muss ja jetzt ein bisschen weitergehen. So. LaFell oder Chandler? Eher LaFell. Nein, da sollte er nicht hin. Ja, da war die Nummer über, der Buchstabe über LaFell schon verblasst. Aber ich denke mal, dass sie da jetzt auch Schwierigkeiten haben, auch wenn sie noch alle Timeouts haben hier noch. Ja, wobei, Field Goal könnten sie schon noch machen, ne? Oh, kein guter Punt. 30-Yard-Linie. Oh, oh, oh. Gut gestoppt hier. Das war das einzig Gute. Der Punt war scheiße. Den hätte ich lieber dann meinetwegen als Touchback in der Endzone dann gesehen. So, jetzt gucken wir mal. Oh, Interception. Oh mein Gott. Und jetzt stehen wir auf der 12-Yard-Linie des Gegners. Ach du Scheiße. Was war das für ein Bock? Oh, und das ist die Riesenmöglichkeit. 3 Timeouts haben wir noch. Oh, das müsste eigentlich was werden hier. Chandler. Interessanter Laufweg. Nein, schade. Aber kein Beinbruch. Inside Cross. Ja, könnte man mal gucken. Vielleicht Edelman. Oder Chandler außen. Oh, schwierig. Nehmen wir Edelman. Ja, und wie der kleine Mann sich da durchdenkt, ne? Und es könnte gleich nochmal ein neues First Down geben. Nochmal neue Versuche.
Run, ich weiß nicht. Mag ich eigentlich jetzt gerade nicht so gerne machen bei 3 und. So, die Zeit läuft runter, das ist kein Problem. So, wir werfen auf Edelman. Ich warte auch noch ganz kurz, damit die wirklich nicht mehr viel Zeit haben. Sollte es jetzt was werden. Und das sieht gut aus und das ist ein Touchdown. Oh, da laden sie uns hier tatsächlich ein und dann gehen wir sogar in Führung. Ich hätte auch das Unentschieden genommen, ne? Ich hätte auch das Unentschieden genommen. So, oh, die gehen nochmal... Oh, guckt euch das an. Die machen tatsächlich wahrscheinlich noch das Field Goal. Ja, Wahnsinn. Was ein Play. Die hatten nur noch ein paar Sekunden und dann packen sie es tatsächlich noch und machen hier noch Punkte. Nice. Oh, und auch hier Roethlisberger mit einem krassen Pass. So, wieder ein neues First Down. 3 und 1, wieder ein neues First Down. Oh mein Gott. 2 und 5, 3 und 5. Oh, das wird auch wieder nur das Field Goal. Okay, das, dann ist es wieder okay. Wenn das jetzt ein Touchdown gewesen wäre und wir auf einmal wieder hinten sind, das wäre bitter. Das wäre richtig bitter. Jackson takes his spot in the backfield. So, ich habe Bock, Chandler lang zu schicken. Der kann das. Der kann das und der macht das. Riesending. Riesending. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der jetzt war. Von der 20er, ja, bis, weiß ich nicht, 32, ne? Also 50 Yards waren es locker. Komm, weil es so gut ging, machen wir es nochmal, oder? Oder ist es zu viel Risiko? So, Chandler, komm, mach ihn nochmal und dann machst du mich glücklich. Oh, wie frei der da ist. Wie frei der da ist. Und dann fängt er ihn nicht. Und dann fängt er ihn nicht. Ach, gibt's denn das? Na gut, dann über außen. Kann er seinen Fehler wieder gut machen, wenn er uns jetzt ein neues First Down gibt. So ist es. Neues First Down. Und da sind wir in der Red Zone. So, 3 Rushing Attempts. Können wir mal gucken, ne? Jetzt beim neuen First Down kann man das schon mal riskieren. So, Herr Jackson, dann zeig mal, was du drauf hast. Ja, geht, ne? Looking at the passing numbers on both sides of the ball, they're just not there. The coverage has been good and hätten wir auch ein Incomplete werfen können, ne? Yeah, good job for the defense. Wir haben auch einen Brown, wie ich gerade gesehen habe. Einen noch und danach Flanker Drive. Ein paar Yards muss er jetzt aber machen. Oh ja. Oh ja. Das war ordentlich. Oh ja, und das war ziemlich gut, 7 Yards, glaube ich. Jo, Flanker Drive. Und dann lassen wir meinetwegen nochmal laufen. Komm, Edelman, einmal fangen. Ja, die blitzen, aber neues First Down ist da. So, 7 Yards. Sollen wir mal über außen gehen? Ich hoffe, die 39 kriegt jetzt den Ball. Ja, kriegt er. Rechts sind nicht so viele, ne? Könnte was werden. Ja, immerhin ein bisschen, ne? Und unser Drive-Goal ist complete. Dann können wir jetzt wieder einen Flanker-Drive werfen und uns
hier über die Führung freuen. Und da müssten die schon eine Two-Point-Conversion machen hier. Ah, LaFell. Nochmal ein Wechsel. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wildes Ding. Ja, ändert nicht viel an der Situation. Machen wir Shallow Cross. Der ist quasi ähnlich. Komm, jetzt müssen wir über die Linie rüber. Chandler. Ah, Mensch, scheiße. Ah, da müssen wir jetzt das Field Goal machen. Alles andere wäre zu riskant. Und das Gute ist, dass sie mit dem Field Goal nicht ausgleichen können, ne? You know, they're being so physical and so much emotion. That's how you play defense. This has been a clinic by both teams today. Yeah, that was a good job that time by the defense. They were big. Und wenn sie jetzt einen Touchdown schaffen, dann werden sie wahrscheinlich keine Two-Point-Conversion, weil dann könnten wir nämlich mit einem Field-Goal sie überholen. Aber so können wir sie dann mit einem Field-Goal auf jeden Fall dann wieder gleichziehen. Oh, und guck mal hier, 3 und 16 und schon ist der Ball wieder zurück. Und das in der Endzone. Oder in der eigenen Hälfte des Gegners, in der Endzone natürlich nicht. So, dann können wir eigentlich jetzt so ein bisschen auf Zeit spielen, ne? Ordentlich die Zeit runterlaufen lassen, das wäre jetzt wichtig. Weil hier geht es jetzt einfach nur darum, den Sieg zu holen, um nichts anderes. So, machen wir Tempo, machen wir Chew Clock. Ja, das ist gut. Das ist gut. Fast rüber. When you're leading the game in the fourth quarter and you're on offense, you are looking to use the time up on the clock. So, that was so, hoffen wir, dass wir damit noch ein Yard schaffen. Defense stops it for a short game, though. The Patriots take it from the 38. They hand it off. Oh, oh nice, oh nice, oh nice, oh nice. Und damit läuft er mal eben 18 Yards. Und damit sind wir richtig dick in der Reichweite vom Field Goal. So, wir lassen weiterlaufen, ne, weil es einfach Zeit von der Uhr nimmt und es einfach gerade ganz gut funktioniert. Oh, wieder ein neues First Down. Richtig stark. Robinson, na, fast ein neues First Down. So gut wie aber. So, nochmal ihn hier. Und dann können wir gleich schon die Two-Minute-Conversion abwarten. Ja, da haben sie aufgepasst. Da verlieren wir. So, diese 20 Sekunden lassen wir natürlich noch ablaufen. Und dann versuchen wir nochmal ein... Ah, brauche ich jetzt nicht einstellen, ne? So, gleich dürfte es soweit sein. Da ist es. Two-Minute Warning. So, und dann machen wir nochmal einen Flanker Drive. Und wenn das nichts wird, dann schießen wir das Field Goal. Und dann passt das schon. Steven Jackson lined up in the backfield. Passt. Ah. Und jetzt sind wir ganz tief drin. Und wenn wir hier einen Touchdown schaffen, dann ist das Thema natürlich durch. So, der LaFell möchte einen Touchdown fangen.
dann soll er das mal machen, ne? Dann geben wir ihm den Wurf. X links. Jo, und das Spiel ist entschieden. Nice. Ja, da geht nicht mehr so viel zusammen. Ja, doch, vielleicht können sie nochmal einen Touchdown machen und dann vielleicht einen Onside-Kick. Das wäre natürlich nochmal ein Schock. Aber das sieht jetzt nicht gut aus. 4 und 10. Und das war nix. Interception auch noch. Ah ja, das ist dann auch egal. Also, wir gewinnen. Sehr nice. Zweiter Sieg in Folge. Das ist doch schon mal richtig gut jetzt. Gute Serie. Boah, die waren aber echt besser. Aber diesmal haben sie die Interceptions und die Fumbles gehabt, ne? Sonst sind wir das immer. So, gucken wir mal. Ja, da können wir es, haben wir den Big Ben aber deutlich hinter uns gelassen. Nice. Schön, schön. Ja, wunderbar. Läuft doch. Läuft doch. So, da und gegen die Bills. Oh je. Yeah. Oh, das wird wichtig. So, wir können mal gucken, wie die Bills diese Woche gespielt haben. Und ob wir vielleicht hier jetzt mehr oder weniger punktgleich mit den Jets sind. Wow, das nächste Spiel wird wichtig. Sehr wichtig. Beim Fußball wäre es ein 6-Punkte-Spiel. Also die Bills haben verloren. Die Jets sind gut drauf. Sehr gut drauf. Wird schwer, die einzuholen. Wenn wir gegen die Bills jetzt gewinnen, dann haben wir sie aber erstmal dicker auf Abstand. Wenn wir verlieren, dann ist es wieder Gleichstand, ne? Also das ist das ganz wichtige Spiel, was wir haben, nächste Folge. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Würde mich natürlich auch wie immer sehr, sehr freuen. Und ja, wir werden hier eben nochmal ganz kurz Training machen. Training in Anführungszeichen. Komm, Play Action. Und ja, nächste Folge geht's weiter, Leute. Macht es gut. Bis dann hier. Nee, das nicht. So, bei NFL 16. Bis dann.